Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge Alice 19 auf der Map Felsbrunnen. Ihr wisst es, wo wir drauf sind. So, was haben wir in der letzten Folge gemacht? In der letzten Folge haben wir viel Geld ausgegeben. Uns hat 40.000 Euro gefehlt, was ich nicht einkalkuliert habe. Wir haben uns noch ein Feld gekauft. Wir haben uns verschuldet ohne Ende. Und jetzt ist auch der Helfer fertig. Dann werden wir gleich mal gucken, wie weit wir unser Feld noch vergrößern können. Jetzt ist die Frage, wollen wir das Feld vergrößern am Hof, dabei machen oder wollen wir hier raus unser Grasfeld machen? Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Aber eigentlich können wir hier auch gut unser Gras dann machen. So. Dann werden wir aber, Leute. So, er ist fertig. Da hast du auch was übersehen, Kollege. Jetzt will ich mal gucken, ob man auf dem Feld hier noch was anfangen kann. So. Feld. Senken, zuklappen. Wo war das denn, dass man es erlauben konnte? Z. Z. Oh, nicht speichern. Z. Da sind wir mal gespannt. Okay, also könnten wir es rein theoretisch. Hier wollte ich es gar nicht bis hierhin. Z. Zack. So, Leute, wir müssen jetzt mal kurz gucken. Wir werden auf jeden Fall das jetzt erstmal hier wegmachen. Und hier können wir eigentlich auch nichts großartig verbreitern. Weil hier sind wir schon am Ende. Das ist auch Mist. Oder sollen wir hier draus unser Grasfeld machen? Sollen wir hier aus Rasen machen? Sollen wir hier aus Rasen machen? Moment, erstmal. Jetzt machen wir das Stück nochmal selber. Sollen wir hier raus unser Feld? Und das ist auch doof, wenn wir hier unser Rasen machen. Wir lassen da drüben den Rasen. Wir holen gleich den Mais vom Feld. Komm her hier. So. Anheben. Wir werden das Feld halt ein kleines bisschen dann verkleinern. Wir werden das hier rechteckig machen, weil was anderes nützt uns ja hier nichts. So, jetzt fahren wir hier mal rüber. Da vorne den Streifen lassen wir auch schwachsinnig hier vorne auf. Wir machen da einfach nur normalen Rasen hin. Und das kleine Feld, es ist echt aber klein, ne? Es ist echt klein. Zack. So. Gucken wir mal. Hier könnte man es ein bisschen vergrößern, das ist aber auch nicht viel. Tja, hier könnte man ein bisschen was machen, das ist aber auch idiotisch. Wir lassen das, da haben wir ein kleines Feld, ein bisschen größeres, was wir da auch nochmal in der nächsten Folge vergrößern werden, auf jeden Fall. Kannst du schon mal ansehen, aber das machen wir gleich. Das Ansehen, das machen wir gleich. Wow. Nein, nicht umkippen, nicht umkippen. Warum haut er mich so raus? Ach, der kann eigentlich draußen stehen bleiben, ne? Der Flug, der kann eigentlich draußen stehen bleiben. Dich können wir hier hinstellen. So, zack. Senken. Ab. Dann können wir mit dir mal die Sämaschine holen. Wow. Tja, oder sollen wir das so lassen? Nur da hinten würde ich sagen, könnten wir Rasen machen. So, komm drauf hier. Ran, so. Z. Das ist, glaube ich, Rasen. Das müsste Rasen sein. So.
Das lassen wir hier so. Aber das Stück machen wir weg. So, das machen wir auf jeden Fall Rasen. So, zack. Und so. So, bis hier machen wir Rasen. Zack, heben, zurück. Und Uhr. So, und die Seite auch nochmal. Senken und an. Da müssen wir doch vielleicht so lang fahren. Oh, Leute, ich weiß, jeder Anfang ist schwer und wir sind total neu hier auf der Map. Wir müssen mit den ersten Begebenheiten ein bisschen klarkommen, so wie der Pferdestall, Kuhstall, dass das nicht so ganz so geklappt hat. So, das passt. Zack, heben. Aus. Probieren wir das Stück hier noch. So, und tschupp. Und an. Ja, passt schon. So, heben aus. So, sollen wir das hier auch wegmachen? Da haben wir echt so ein mickriges Feld. Aber was soll das hier auch sein? Ach komm. Das machen wir hier auch noch weg. Wow, wir dürfen gar nicht so weit fahren. Zack. So. Und rum. So, Leute, ich weiß, das nimmt alles wieder viel Zeit in Anspruch, aber es muss gemacht werden. So, zack. Anmachen. Zurück. Wow, falsche Richtung gedreht. So. Sehr schön, sehr schön. Und senken. Und an. Sehr schön, jetzt haben wir das. So, was werden wir denn mal pflanzen? Ups, das wollen wir nicht. Z. Also, muss ich ausmachen. Nehmen wir Weizen, das müsste Weizen sein. So, ich hoffe. Ich würde sagen, den Weizen können wir in der nächsten Folge drunter bringen. Oh, wir machen das Feld jetzt erstmal fertig. Wir machen das Feld erstmal fertig. So. Ne, zack. Und an. Sehr schön. Dann bringen wir jetzt schnell erstmal den Weizen in den Boden rein. Und dann können wir uns unterhalten, wie wir das, dass wir das Maisfeld runterkriegen. So, zack. Das müsste ja nicht ganz so lange dauern, aber wir müssen, glaube ich, nochmal auffüllen nachher fahren. Oh,
Und dieser Bunker da hinten, der gefällt mir auch nicht, aber dass da der Boden nicht weggeht. Zack. Ah, der hat jetzt auch noch mal Gras bis dahin genommen, ne? So. Aber mit dem Fendt, also da können wir auf jeden Fall viel besser mit ansehen als mit unserer Pflegebereifung. Zack, hoch und rum. Senken. Das geht schon. Mit denen kommen wir auf jeden Fall auch viel weiter. Und der hat auch ein bisschen Traktion, da drehen die Reifen nicht durch. Das hat man ja bei den anderen, da sind sie ja teilweise auch durchgedreht. So, zack. Auch wieder ein bisschen weit. So. Und senken. So. Ja. Da haben wir die beiden Felder schon. Das ist sehr schön. Dann werden wir auf dem Feld, was wir vorhin gekauft haben, Rasen ansehen. Dann haben wir auch da eine Rasenfläche. Zack. Den Mais, den werden wir auf jeden Fall gleich verkaufen. Da haben wir den auch schon verkauft. Haben auch wieder ein bisschen Geld gemacht. Und wir brauchen ja auch noch ein... Wir brauchen ja auch noch... Ein Transportwagen für unsere Tiere. Wir brauchen auch noch Wasser für die Tiere. So, zack. Oh, weiter rüber. Das brauchen wir natürlich auch noch, eine Ballenpresse. Uiuiui, da kommt noch so einiges, kommt noch. So. Zack. Und weiter geht's. Ah, fast die Hälfte haben wir schon geschafft. Das geht ja relativ schnell. Haben zwar jetzt nicht mehr den großen Wendekreis hier. Aber das passt schon. So, das reicht uns auch. So. Ja, liebe Leute, ich glaube, Giants hätte sich mal ein bisschen mehr Gedanken machen sollen, wie man Sachen platzieren kann. Man kann sich zwar jetzt über die Sachen anfangen zu kaufen, aber was bringt's, wenn man deine Sachen man kauft ein großes Feld, wo man sagen könnte, ja, hier machen wir unseren neuen Hof, stellt die Sachen hin, drumherum ist immer nur so ein bisschen, aber wo man langfahren kann, ist immer noch Gras oder überpflügte Erde, was da auch totaler Mist ist, da hätten sich mal ein bisschen nochmal Gedanken machen sollen. So, zack. Und auf geht's. Aber schon gleich mehr als die Hälfte. Der ist auch so dreckig, den müssen wir auch da nochmal sauber machen. Ja, komm her, hier fahren wir jetzt da lang. So, hier müssen wir wieder rechtzeitig hoch machen. Zack. Wow. So. Und weiter geht's. So. Ich würde sagen, wir machen dieses Feld noch schnell fertig. Dann haben wir das auf jeden Fall auch erledigt. So. Dann haben wir das Feld auch erledigt. Oh, erstmal hier schön durch die Büsche durch. Dann werden wir in der nächsten Folge unser Maisfeld abernten. Und dann mal gucken, wie weit uns der Kredit aufzehrt. So, oh, das ist aber auch zu weit gewesen. So. Ah, nur noch, glaube ich, 4 oder 5 Mal. Dann haben wir das Feld auch erledigt.
Und dann haben wir den Weizen drin. Und das reicht doch nicht. Wir können das Feld doch nicht fertig machen. Wow, ja. Oh, das war aber schlecht. Uns fehlt der Dünger. Naja, liebe Leute, dann würde ich sagen, dann machen wir halt das Feld in der nächsten Folge fertig. Gucken, ob wir noch hier hoch schaffen. Schaffen wir noch hoch, schaffen wir noch hoch. Und genau gereicht. So, zack. Maschine ist aus. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da machen wir schnell das Feld fertig. Ist er oben? Ja, in der nächsten Folge machen wir das Feld fertig und fangen an mit Mais zu dreschen oder zu ernten. Und dann werden wir den Mais gleich mal verkaufen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Kommentar, Feedback, ein Abo oder auch einen Daumen da. Das würde mich freuen. Und wir sehen uns jetzt. Sehen wir uns wieder am Mittwoch. Die nächste Folge ist für Mittwoch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und tschüss.